Ja, ich habe halt auch ein Geländeauto und weil es halt nicht so viele Events gibt, wo man halt hinfahren kann und mal einen Spaß haben kann mit den Geländeautos legal, ist das, glaube ich, ein richtig geiles Event, wo man einfach hinfahren kann und eine Gaudi haben kann. Da wo auch die Leute alle richtig nett sind, die kannst du jeden fragen, ob du mal mitfahren darfst, dann nimmt die jeder mit. Ich finde, das Event ist einer der geilsten Events, die es gibt, weil einfach alles scheißegal ist. Ich habe noch nie so was Orks gesehen. Teilweise wie die Autos rauchen mit den Diesel-Straightpipes, das ist gestört. Das ist wirklich geisteskrank. Ja, das ist deswegen so würde ich eben raten, wieder herzum kommen, weil es einfach, auszahlt. Aber wenn wir so ein Auto nicht haben zum Zuschauen, zahlt es sich aus. Du zahlst keinen Eintritt, du bist gratis da. So was zum Trinken gibt es auch was kalt. Ja. So perfekt, kämpft kann her. Man nichts falsch machen. Ja. Das Geile an dem Event ist einfach, da sind richtige Freaks da. Wie du eben gesehen hast, da kommen Leute, die was, sag ich mal, um ein paar hundert oder um ein paar tausend Euro irgendeinen alten Jeep zusammenschrauben, dass sie was zum Ziehen haben. Und dann haben auch Leute dabei, die was da mit Autos anziehen, die was einen Neupreis von 200.000 Euro haben. Wir haben da Fahrzeuge dabei, die was teilweise über 1000 PS ausrahmen. Und das macht eigentlich das Event aus, die Vielfalt. Und es kann jeder mit jedem Ding anziehen. Und alle haben einen Spaß dabei. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Catch me howling at the moon.